Wir müssen woanders hin. Oh nö. Ich habe auf einmal alle Lebenslust verloren. Ich will nicht mehr. Gott, ist das. Oh Gott, was. Das klappt auch noch. Das habe ich gebraucht. Der Drink ist zwar etwas süßlich, aber das ist mal ein ganz neuer Geschmack. Kommst du jetzt mit zu CB? Na gut, wir treffen uns dort. Okay, wir treffen uns dort. Na dann. Hier geht's jetzt hin. Dein Kumpel da hat schon alles gestanden. Der kann froh sein, dass ich ihn nicht auseinandergenommen habe. Weißt du, ich bin ein riesiger Fan von Queeve. Eigentlich wollte ich die Gitarre nur haben, um das Solo von Bohemian Rap to Ready zu üben. Aber och, das bekomme ich sowieso nicht hin. Ich glaube euch, du kannst die Gitarre haben. Aber ich will meine Investition zurück, auch wenn die Gitarre gestohlen ist. Ich habe nicht genug Geld. Ja, das sieht man dir an. Ich meine, du läufst ja wohl nicht freiwillig so rum. Weißt du was? Besorge mir einfach irgendwas, das mit Queeve zu tun hat. Irgendwas für meine Sammlung. Dann bekommst du die Gitarre. Was von Queeve? Ich komm später wieder. Das waren wir doch bestimmt da, wo wir herkamen. Das wäre ja nichts Neues. Vielleicht hat die Fundslayerin was. Hallo. Was gibt's? Bis später. Hallo. Was gibt's? Die Figur würde ich gern kaufen. Gern. Mach $1,000. Tja, sie hat nix. Nein, das ist mit so billig. Bis später. Wer könnte denn da was haben? Kann ich noch irgendwas klauen? Würdet ihr das Grabtuch gegen etwas eintauschen? Ich kann mir nur eins vorstellen, was uns mehr wert wäre als das Grabtuch von Yurin. Ich auch. Eine Polaroid. Was ist das denn? Die streng limitierte Vintage-Kamera von Prune, von der es nur ganz wenige Exemplare gibt. Die druckt direkt ein Foto aus und speichert es gar nicht digital ab. Jedes... Okay, das hat man schon. Ich kann nicht mal an... Hallo. Wir sehen uns. Ein hässlicher Lappen, auf dem man ein Gesicht erahnen kann. Ist das. Das ist. Das Urine. Ich kann mal das schätzen. Das war noch. Die waren noch Fans von. Was habt ihr? Wir haben Chailat. Sag es nicht, Lev. Natürlich. Alles mit. Außer. Alles. Und. Also. Schwitzt ihr nicht? Überhaupt. Wir haben uns vorhin. Bartträger haben kleine Pimmel. Naja, wenn du unbedingt deine Gender-Stereotypen vertiefen willst. Hä? Das sollte eine Beleidigung sein. Frag dich mal selbst, warum du meinst, uns beleidigen zu müssen. Hä? Ich denke, es läuft alles darauf hinaus, dass man diese verdammte Figur rein. Aber natürlich. Nein. Wenn die Figur müssen. Rasiert euch was? Aber natürlich. Der braune. Ha, pass auf, dass du bist ja.
Wir sehen uns. So. Nee, ins Gym will ich nicht. Und da waren wir zwar auch noch lange nicht mehr. Hier waren noch die beiden, die die Figur haben wollten. Was gibt's? Dagegen tauschen die dann diese Sofortbildkamera, ja. Ich bräuchte eine von diesen Sofortbildkameras. Wir suchen die Sklavenprinzessin aus Sleaze Wars. Aber nur die Version mit dem abnehmbaren Goldbikini. Ich halte die Augen offen. Okay. Die Figur. $1000 für eine Actionfigur? Können wir die vielleicht irgendwie womit kombinieren? Ah, ich habe eine Idee. Bitte nein. Dafür gehe ich besser ein Stück zur Seite. Fürst 2? Huch, was war das? Oh nein, die Sleaze Wars-Figur. Nicht mehr versiegelt. Die authentische Luft aus den 70ern ist weg. Das war's mit der Mint Condition. $1. Aha, zum Glück haben wir $1. Die Figur würde ich gern kaufen. Macht $1. Fantastisch. Jetzt können wir die Figur gegen die Kamera eintauschen und die Kamera gegen das Grabtuch. Hans im Glück mal anders. Ich schäme mich selbst dafür, dass dieses Märchen, das gute Märchen, in diesem Bedingungsspiel genannt habe. War tatsächlich billig. Ich habe es, glaube ich, im Steam Sale irgendwann mal für, ich glaube, knapp 5 Euro. Die Sklavenprinzessin aus Sleaze Wars. Oh mein Gott. Bekommen. Sie ist es wirklich. Original verpackt. Im abnehmbaren Goldbikini. Ihr wolltet mir. Ja, ja. Nimm dir einfach eine und wir schauen dann kurz. Bevor weg. Sie bemerken, dass die nicht im Original verpackt ist. So, jetzt haben wir eine Kamera. Absolutes Hightech. Naja. Auf den Hipsterbar. Wow, eine Prune Polaroid. Die ist einfach nur mega. Würdest du sie tauschen? Such dir irgendwas im Laden aus. Ich tausche gegen diesen komischen Lappen da hinten. In letzter Zeit sind die ganz schön Mainstream geworden. Yo, das Ding kann weg. Okay, wir tauschen. Du weißt, dass es für einen Twee-Fan unbezahlbar ist. Nimm es dir dann einfach. Aha, da sagen wir es nochmal. Was? Nicht. Das Ding brauchen wir. Ist wohl ein seltener Lappen. Hat was mit dieser Band Queef zu tun. Das Grabtuch. Jetzt geben wir ihm mal das Grabtuch. Das ist das Grabtuch von Urin. Unglaublich. Wie bist du da rangekommen? Ich habe eben meine Quellen. So sieht es aus.
Danke. Nimm die Gitarre. Und wenn ich noch irgendetwas für dich tun kann, sag einfach Bescheid. Lässt du mich in den Club? Lass mich kurz überlegen. Nein, das nicht. Verdammt. Berufsethos. Das ist so, wir haben die Gitarre. Dann können wir doch jetzt... Die war schwer aufzutreiben. Ich sollte sie Lemma zurückbringen. Ab zu Lemma. Ich hoffe, damit haben wir das dann langsam mal. Das hin und her. Gitarre für dich. Du hast sie wiedergefunden. Ohne sie hätte der Gig nie stattfinden können. Danke, Larry. Ich glaube, für dein Konzert ist jetzt alles bereit. Plakate aufgehängt und Gitarre einsatzbereit. Nicht ganz. Damit meine Bühnenshow... Ach, halt doch dein Maul. Hat, brauche ich noch etwas. Es ist immer noch nicht zufrieden. Fahr zur Hölle. Motorin, Explosion, Background, Sängerin. Mich. Explosionen? Nein. Etwas, das einfach, aber wirkungsvoll ist. Kunstnebel. Kannst du vielleicht eine Nebelmaschine auftreiben? Na sicher. Natürlich. Sowas gibt es doch an jeder Ecke. Eine Nebelmaschine. Ich brauche eine Pause. ja, kurze Pause, dann gucken wir, wo wir eine Nebelmaschine herkriegen. Na sicher. Was auch sonst. Gut. Und du lässt darin was finden. Ampere. Wait. Ich meine, das Spiel hat inzwischen eine Maus mit einem Kondom und einem Gefangenen, haben wir. Ach, das ist. Kann ich diese E-Zigarette haben? Auf keinen Fall. Mein Körper braucht diese organischen Stoffe, die die Zigarette verdampft. Ich habe noch nie gehört, dass diese E-Zigaretten irgendwie schädlich sein sollten. Können wir ihm irgendwie sagen, dass es schädlich ist oder können wir ihm irgendwas anderes geben? Du wirst gar nichts. Nimm das Zeug weg. Das ist pures Gift, sag ich dir. Mhm. Eher nicht. Ja. Ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Seine verdammte Pfeife. Nein, vielleicht später. Nein, vielleicht später. Die Teile habe ich schon als Kind gehasst. Da haben wir irgendwie Verschwörungstheorie-Broschüre vielleicht. Schau dir das mal an. Zeig mal her. Lass mir was draufsteht. Volkskontrolle, Chemtrails, Gehirnwäsche. Auch die beliebten E-Zigaretten beinhalten Stoffe, mit denen die Menschen kontrolliert werden. Sie sind sozusagen Chemtrails to go. Okay, ich glaube, ich lasse das besser. Kann ich die E-Zigarette jetzt haben? So einfach ist das nicht. Ich brauche irgendeinen Ersatz dafür. Irgendwas, das mich oral befriedigt. Das klang jetzt etwas seltsam. Aber du verstehst mich schon. Zum Glück habe ich da was. Würde dich das oral befriedigen? Na gut. Da sind wenigstens keine künstlichen Gifte drin. Natürlich nicht. Ja. Nimm diese Chemtrail-verpestete Giftschleuder.
Das Ding macht ganz schön viel Qualm. Natürlich klappt das. Das würde ihm nicht gefallen. Ich dachte, ich würde ihm ein bisschen Feuer geben. Damit haben wir... Ja, vielleicht. Eine eher unkonventionelle Nebelmaschine. Aber egal, das wäre perfekt für die Show. Das wird den Leuten nochmal richtig einheizen. Danke, Larry. Ich glaube, für das Konzert ist jetzt alles bereit. Dann mach dich mal auf was gefasst, Larry. Oh, aber ja. Und der Drummer Suite zurück. Ist klar. Lemmer, das war ein Hammer. Ich habe schon über viele Leute gesagt, dass sie rocken, aber bei dir stimmt es wirklich. Danke. Aber ehrlich gesagt liegt es nicht nur an mir. Ich habe noch ein paar animierende Substanzen in die Nebelmaschine gemischt. Scheint funktioniert zu haben. Das kann man so sagen. Kommen wir jetzt zum Sex? Hm? Ich habe dir schon mal die Höchstpunktzahl bei Timber gegeben. Aber unser Date ist noch nicht vorbei. Die Aftershow-Party findet nachher im Hell's Porn statt. Wenn du dich immer noch mit mir vergnügen möchtest, sehen wir uns dort. Sei da. Oder ich schnappe mir irgendeinen anderen Typen. Ich werde da sein. Natürlich. Errungenschaftliche Dilemma. Pi? Ich erkenne an deinem erwartungsvollen Tonfall, dass du wieder wissen willst, wie viele Timberpunkte du hast. Wir sind so ein eingespieltes Team. Darauf bin ich programmiert. Warum können nicht alle Frauen so kooperativ sein wie du? Bevor du noch mehr Sprüche bringst, die meine Schaltkreise zum Kotzen bringen. Es sind 26 Punkte. Oh, naja, ich mag Herausforderungen. Wie viele sollten wir nochmal bekommen? Und bei jetzt bei genau ihr, die jetzt gleich gezeigt wird, zu landen. Was ich weiß den Namen nicht mehr. Warum bekomme ich eine Timber-Benachrichtigung? Hot and trendy? Larry Leffer? Ich fasse es nicht. Was ist los? Es ist dieser Larry. Hätte ich ihn doch nicht ermutigt. Wer? Dieser jämmerliche Typ im weißen Anzug. Er glaubt wirklich, ich würde mit ihm auf ein Date gehen wollen, wenn er genug Timber-Punkte hat. Dann löschen wir sein Konto. Nein, das würde auffallen. Wir müssen aber dafür sorgen, dass er nicht wieder in die Nähe des neuen P-Phones kommt. Er hat die neue KI ziemlich verwirrt. Ja, dann sorge dafür. Natürlich. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Aha. Gute Dufus. Als der Ton, ja. Graham Cracker. So, Königin, okay. Lefty. Jetzt haben wir Lefty. Nur auf der Durchreise. William Jobs. Aha. Die Zeit ist begrenzt. Verschwenden Sie nicht, um das Leben von jemand anderem zu führen. Sarah Soft. In meinem Kram darfst du hinein trinken. Oh, Kacke. Waltraud Wandaust. Das ist der englische Name. Verdickt. Nur gebrauchte Ware bin, aber selbst noch in Mint Condition. Samantha's Move. Ja. Ist mal alles durchliken. Okay, sie haben wir noch nicht, aber ihren Chef. So. Neue Matches haben wir noch nicht bekommen. Die drei hier.
auch schon genügend Aufgaben. Die sind beide hier. Mit 26 Punkten sollten wir doch jetzt eigentlich reinkommen, oder? Ich komme später wieder. Hey, CB, kann ich jetzt vielleicht rein? Mal sehen. Ja, deine Timber-Punktzahl ist okay. Willkommen im Kreis der sexy Leute. Und nochmal danke, dass du uns Aaron vermittelt hast. Sie rockt den VIP-Bereich. Larry, da bist du ja. Hey, Dick. Bist du bereit für unser kleines Date im Darkroom? Natürlich, Dick Jefferson. Bekomme ich jetzt das Bild? Nicht so ungeduldig, Süßer. Date? Du wolltest mich doch tanzen sehen. Ich will sehen, wie du deinen Körper bewegst. Wart mal ab, wie ich die Keulen schwingen kann. Ich bin gespannt. Ich bin zu allem bereit. Das will ich hören. Wir sehen uns später im Darkroom, Larry. Warte dort auf mich. Natürlich. Oha, Lämmer. Hey, ich bin Larry. Wer bist du? Anu. Nanu? Anu Singh. Was für ein Ding? Hell's Porn? So wie es hier riecht, ist das eher Smell's Porn. Ich wäre normalerweise auch nicht hier. Treffen sich zwei Leute in einem Nachtclub ohne Timberdate, sagt der eine... Lass mich in Ruhe. Nein, er sagt, was macht ein... Nein, ich meine, lass mich in Ruhe. Ach so. Geh bitte zur Seite. Ich muss den Eingang zum VIP-Bereich im Auge behalten. Da kommt man nur mit einem VIP-Ticket rein. Ich kann dir auch einfach Bescheid sagen, wenn ich reingehe. Du interessierst mich nicht. Aber BJ ist hier oft unterwegs. Warum interessierst du dich für den? Ich habe schon zu viel gesagt. Geh, bitte. Haha, DJ Löff. Bring mir einen Drink. Zerrüttet, nicht verschnürt. Es passiert nichts. Was zu erwarten war. Na, wie läuft's? Der Gig war ein Riesenerfolg. Ich bin echt aufgeheizt, wenn du verstehst. Ich verstehe sehr gut. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Da hast du recht. Ich mache mich schon mal in den VIP-Bereich. Wie komme ich denn da rein? Da kommt man nur mit dem Ticket rein. Wo bekomme ich denn so ein Ticket? Sollen wir noch ein Ticket besorgen? Der funktioniert nur mit einem VIP-Ticket. Sonst kommt man nicht durch die Flammen. Besser nicht. Sie kennen wir doch schon. Hallöchen. Na Lance, wie läuft's? Gehen wir jetzt in den VIP-Bereich, Lance. Ich brauche unbedingt neues schockierendes Material für meine Instagram-Stories. Fürs User-Engagement. Chill mal, Becky. Ich will die Leute hier noch etwas beobachten. Die Mädels scannen. Aha. Ich habe ein Date im VIP-Bereich mit zwei Frauen. Aha. Ich treffe mich hier mit Dick. Was? Mit Dick? Er? Ist jemand neidisch? Mit dir zusammen? Was interessiert dich das? Jetzt lass uns lieber in den VIP-Bereich gehen. Der komische Typ da guckt mich schon wieder an, als wollte er mich erneut vergiften. Der super Hetero-Typ ist. Was genau treibst du mit Dick? Das kann man sich nicht ausdenken. Wir wollen beide im Darkroom einen drauf machen. Oh. Hey, was interessiert dich dieser Kerl denn so? Du bist schließlich mit mir auf einem Date. Und kannst du noch mal die Muskeln so flexen? In dem Licht kommt mein Contouring gerade mega gut. Und wenn du dann im Hintergrund... Becky, es reicht! Ich bin nicht mit dir auf ein Date gegangen, um deine menschliche Handtasche zu sein.
sondern damit Dick denkt, es geht mir gut. OMG. Ich komme nicht klar, ey. Dann suche ich mir eben einen anderen sexy, komplizierten Typ mit Problemen. Die Stadt ist schließlich voll davon. Das blöde Ticket für den VIP-Raum brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ah, das nehme ich gern. Tut mir leid, wenn ich dir das Date versaut habe. Ach, die interessiert mich gar nicht. Moment mal. Jetzt ist mir alles klar. Bobby Ewings Tod war nur ein Traum. Wer? Du warst Dicks alte Flamme. Du Schnellmerker. Wir waren nicht lange zusammen und ich dachte, eigentlich wäre das nur ein Ausrutscher gewesen. Dick hat mich angebaggert. Er glaubt, ich wäre auch schwul und ich bin mit ihm im Darkroom verabredet. Du Glückspilz. Naja, immerhin bin ich auch noch mit Lemma und Aaron verabredet. Ich werde mich an die Dinge herantasten müssen. Ausgerechnet. Dick hat ihn wahrscheinlich auch nur als Vorhalteding genommen. Um ihm zu zeigen, dass er glücklich ist. Ja. Das glaubt man nicht, dass das ernst war. So, VIP-Tickets. Das ist gut so, wie es ist. Nein, ist es nicht. Nein! Wirst du mal. So. VIP-Tickets. Gestatten, Larry Leffer, VIP. Großartig. Larry, du hast den Auftritt von Aaron verpasst. Die ist ein Fähiger, was? Rock die Stange, wie ich das Mikro. Die würde ich gern kennenlernen. Was interessiert mich, Aaron? Hauptsache, wir beide kommen zur Sache. Sei nicht so, Larry. Ich meine, wenn Aaron und ich uns gut verstehen, könntest du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Bitte was? Aaron? Kenne ich nicht. Ich habe nur Augen für dich. Okay, ich glaube, ich muss es dir besonders deutlich sagen. Ich hätte Lust auf einen Dreier. Wenn du jetzt fragst, ob du einer der drei sein sollst, ist die Antwort nein. Oh, ich bin dabei. Wer weiß, Larry. Vielleicht wird das mit Aaron und mir die beste Nacht deines Lebens. Oh. Wer weiß, Larry. Vielleicht wird das mit Aaron und mir die... Ja. Gleitgelbrunnen. Natürlich. Meine Hände müssen nicht geschmiert werden. Zumindest noch nicht. Hm? Hier wird wohl sehr viel Gleitgel gebraucht. Hey, Aaron. Wie war dein Auftritt? Unglaublich gut. Alle waren völlig begeistert. Sie sollte sich wirklich mal was anziehen. Das lag sicher an dem Buch. Ich denke auch. Es sind so wunderbare Gedichte. Treffen wir uns nachher im Darkroom? Ich weiß nicht. Ich kenne hier doch kaum jemanden. Das macht doch den Reiz eines Darkrooms aus, ne? Ich würde schon gern wissen, mit wem ich da zu tun habe. Hier ist immerhin keine Webcam zwischen mir und den Leuten. Wen ich gern näher kennenlernen würde, ist Lemma. Ich bin begeistert, wie die abgeht. So eine Selbstsicherheit, so eine tolle Art, sich zu bewegen. Vielleicht kann ich da was arrangieren. Zockuppert hat die auch noch. Wenn du magst, mache ich dich mit Lemma bekannt. Oh, das wäre der Hammer. Die will ich unbedingt näher kennenlernen. Gern noch etwas intensiver. Warte, ich stelle euch vor. Machst du schon lange Musik? Ich habe mir damals die Gitarre meines Vaters geschnappt und einfach losgelegt. Für mich gibt es nichts Besseres als schreiende Gitarren. Wohnst du schon lange in New Lost Wages, Aaron? Nein, noch nicht so lange. Bisher kenne ich hier kaum Leute. Das können wir ja ändern.
Halt den Maul. Die beiden plaudern so angeregt, dass ich mich besser nicht einmische. Das wäre toll. Die Stadt kann einen ziemlich erschlagen, wenn man herkommt. Du kennst inzwischen vermutlich die besten Ecken. Davon kannst du ausgehen. Okay. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen, Lemmer. Freut mich auch, Aaron. Ich finde, wir beide könnten uns weiter im Darkroom vergnügen. Kommt dann einfach nach, Larry.